Zahnbehandlung für einen Blowjob. Ich habe dieses Video schon einmal gemacht und anhand der E-Mail-Anfragen habe ich dann gemerkt, dass ich die Kernaussage eigentlich nicht gut transportiert habe. Deswegen möchte ich dieses Mal das Video nicht nur wiederholen, sondern ich möchte es ein bisschen strukturieren. Zuerst einmal, wie kommt man zu so einem Titel? Dann, was könnten das für Kräfte sein hinter der Ursache, oder wenn angenommen, dass dieser Titel sich bewahrheitet, was könnten das dann für Kräfte dahinter sein, dass also eine Zahnbehandlung für Liebe, für körperliche Liebe gemacht wird. Liebe unter Anführungszeichen. Und als dritten Punkt dann mögliche Lösungsansätze zu dieser Problematik. Zuerst einmal, wie kommt man zu diesem Thema? Hinter den Worthülsen Zahnbehandlung für einen Blowjob steckt ja mehr als jetzt nur irgendwas Vulgäres oder eben nur eine Zahnbehandlung. Da steckt ein Spannungsverhältnis, welches mir als Jungarzt so richtig bewusst wurde. Was für ein Spannungsverhältnis? Das, was wir auf der Universität lernten, das Wissen, das hätte das Zahnthema oder das Zahnproblem schon seit gut 40 Jahren lösen können. Also seit 40 Jahren, wenn man in der Geschichte zurückgehen würde, könnte man Menschen mit dem damaligen Wissen Zahnleid ersparen. Doch dieses Wissen, was man auf der Universität gelernt hat, das wird kaum umgesetzt. Und dieses Spannungsverhältnis, auf einerseits die heilige Theorie und dann Kongresse, wo es eigentlich nur darum geht, um immer wieder neue Hypes zu erzeugen, Kongresse, wo es nur darum geht, dass man zeigt, mit Krawatteln herumrennt und zeigt, wie toll man nicht ist, indem man große Autos fährt. All das bewegte mich zum Nachdenken, was für Kräfte hinter diesen Strukturen stecken, wieso es da so große Diskrepanzen gibt. Bitte nehmen Sie das jetzt nicht nur für Zahnärzte her, wenn ich hier jetzt rede. Ich rede zwar über, also der Titel ist Zahnbehandlung für einen Blowjob, aber man kann dieses Thema auf alle, nennen wir es, privilegierten Menschen ausdehnen. Ja, wir haben Anwälte, die über Jus, über Gerechtigkeit lernen, und die Realität ist dann eine ganz eine andere, was praktiziert wird. Wir haben Apotheker, die über Gesundheit lernen, und das, was dann in Apotheken verkauft wird, ist wieder was anderes. Wir haben eine Lebensmittelindustrie, wo auf jedem Milchpackerl draufsteht, nur das Beste von der Milch, wo man schon seit 50 Jahren weiß, dass Milch für Erwachsene nicht gut ist, dass Milch für Erwachsene Prostatakarzinome und Mammakarzinome auslöst. Und nehmen Sie bitte jetzt nicht nur die Milch, sondern egal, wenn Sie sich die ganze Lebensmittelindustrie hernehmen, dann geht es ja nicht um gute Lebensmittel, sondern es geht um Füllstoffe. Wie schnell und wie effizient können Menschen mit Füllstoffen abgefertigt werden, siehe USA. Das heißt, wir sehen, wir haben auf der einen Seite haben wir schöne Bilder, wir haben eine schöne Werbung, wir haben Ideale, die wir uns alle vorhalten, aber die Realität scheint immer eine andere zu sein. Das geht sogar so weit. Das macht, weil man könnte jetzt sagen, naja gut, das ist jetzt vielleicht so im Berufsleben so, aber das geht eigentlich so weit, das macht ja nicht einmal Halt vor der eigenen Familie. Wir sitzen in großen Autos, ich dann im Kindergarten sah, wie die Eltern die Kinder zur Schule bringen, in großen Limousinen, in schweren Limousinen, die enorm viel Ressourcen verbrauchten. Einerseits treibstoffmäßig, andererseits in der Produktion. Da dachte ich mir immer, ja, sag mal, wie groß kann die Liebe sein? Ja, weil wenn ich das Kind liebe, wenn ich die nächste Generation liebe, dann schaue ich doch, dass ich so wenig wie möglich Ressourcen verbrate, dann schaue ich, dass ich so wenig wie möglich Energie verschwende, unnötig verschwende. Worum geht's da eigentlich, wenn wir sozusagen zeigen wollen, wie gut wir nicht sind, wie groß wir nicht sind? Was sind das für Kräfte, die uns da antreiben? Das heißt, hinter diesem komischen Titel Zahnbehandlung für einen Blowjob steht nicht nur eine Therapie oder eine einzelne Berufsgruppe, sondern es steht vielmehr ein Phänomen dahinter, dass wir nach außen uns
fürsorglich geben, dass wir uns um das Wohl des anderen bekümmert geben. Wir kennen alle diese Werbungen, der Arzt, der dasteht und den mitleidigen Blick. Die Realität ist aber häufig eine komplett andere. Ein Arzt, der sich kaum noch Zeit nimmt für den Patienten. Ein Arzt, der, nehmen Sie sich einmal jetzt nur das Internet, schauen Sie mal auf YouTube, wie viele Aufklärungsvideos finden Sie dort, wenn Sie sich hernehmen. Das Internet gibt es jetzt schon fast 15 Jahre. Wie sehr wird das Internet verwendet, um wirklich aufzuklären, oder wird es mehr noch verwendet nach dem Motto Persil zahlt 2 und nimmt 3? Das heißt, dieser Titel soll also nicht nur eine Behandlung widerspiegeln und dafür sozusagen ein Geschäft, der Liebesakt als Geschäft, sondern es soll ein Phänomen aufgreifen, ein Phänomen, das wir uns in allen Berufsgruppen, auf allen Ebenen, in einem gewissen Stil verkaufen, sogar unseren Kindern gegenüber, die Realität aber eine völlig andere ist. In diesem Zusammenhang, wieso habe ich eine medizinische Behandlung und einen Liebesakt gewählt für als Überschrift? Weil das, glaube ich, sehr gut ausdrückt, worum es da geht. Nämlich die Medizin, die ja den Anspruch hat, unabhängig, unparteiisch und immer nur das Wohle des anderen im Auge zu haben, und die Liebe oder den Liebesakt, wo es ja eigentlich auch wieder um den anderen gehen sollte, wo aber, wenn wir uns die Realität anschauen, es ja nie um den anderen, sondern immer um uns geht. Schlagwort Eifersucht. Dieses Phänomen, welches wir da besprechen, das ist auf alle Kontinenten zu finden, bei allen Menschen, unabhängig von der Rasse. Das heißt, egal, ob sie in Asien, ob sie in Afrika oder in Europa, in der USA sind, überall ist es so, dass wir nach außen ein Bild kreieren. Der Afrikaner macht es heute mit großen Nüssen auf der Halskette oder mit vielen Schafen. Er versucht zu beeindrucken. Der Europäer macht es heute mit einem dicken Auto und die Frau halt mit unbequemen Stöckelschuhen und einer tollen Handtasche. Wir versuchen zu beeindrucken und erhoffen uns dadurch einen gewissen Vorteil oder einen gewissen Feedback. Nun, jetzt können wir schon gemeinsam ein wichtiges Muster erkennen. Nämlich, es ist diese Kraft, die da dahinter steckt, die ist bei allen Menschen vorhanden, von Anfang an. Das heißt, es muss eine Erfahrung sein, die wir alle durchgemacht haben, unabhängig der Kultur, unabhängig des Landes, wo wir groß wurden. Und was uns alle miteinander vereint, ist eine grundlegende Erfahrung. Nämlich, während wir in diesen 9 Monaten im Mutterbauch heranwachsen, während wir uns dort langsam entwickeln, machen wir alle eine gemeinsame Erfahrung durch. Nämlich die Erfahrung, das Fühlen einer enormen Geborgenheit, einer enormen Wärme, einer enormen Vertrautheit und einer enormen Sicherheit. Und schließlich werden wir, weil wir ja auch wachsen und sozusagen die Welt erforschen wollen, das Äußere, werden wir dann durch den Geburtsakt nach außen gespuckt. Und könnte es sein, dass wir aufgrund dieser Urerfahrung, die wir da durchmachen, nämlich dazugehören, Geborgenheit zu erfahren, dann verschiedenste gesellschaftliche Mechanismen entwickelt haben, um diese Grunderfahrung im Leben, wir nennen es Leben, ich sage häufig Bewusstseinsreise, wieder zu erlangen. Denn worum geht es denn, wenn Ärzte, Anwälte oder sagen wir es erfolgreiche, unter Anführungszeichen erfolgreiche Menschen, große Autos fahren, so wie kleine Kinder, ne? Audi A8 und dann häufig auch noch so auf gelassen, wie wenn es eh was Normales wäre. Oder worum geht's denn, wenn die Manager sagen bei Kongressen, wo sie nicht schon überall waren und im Vorstand und. Oder wenn der Banker sagt, und gestern habe ich Millionen gemacht und da habe ich das oder das. Und das muss jetzt nicht nur bei den Erfolgreichen sein. Ich,
Während meiner Jugend war ich auf diversen Festen. Ich war in Goa, ich war in Ibiza und. Dort war das Ganze auch in einem gewissen System zu finden. Dort war es halt nicht Geld oder dort war es halt nicht Macht oder dort war es halt so wie auf der Uni, dort ist es dann dieses Pseudowissen, was man verkauft. Dort war es halt, wer war der Coolste, wer hat sich die meisten Drogen reingehaut, wer war schon auf den ärgsten Festen und. Das heißt, überall sind wir damit beschäftigt, um vor den anderen zu zeigen, wie gut wir nicht sind, wie toll wir nicht sind. Und könnte es sein, dass das alles nur Mittel sind, um ein Ziel zu erreichen, nämlich dazu zu gehören, wieder diese Geborgenheit zu erfahren, wieder dieses Gefühl der Sicherheit, dieses Angenommenwerdens. In diesem Zusammenhang, wenn das so sein könnte, sind ja Beziehungen recht interessant, denn ich verstehe schon, wenn wir leben im Zeitalter der abrahamitischen Religionen und da wurde uns also von der Kirche vorgekaut, dass man sich ewig binden soll und an einen Menschen. Und viele verfolgen dieses Ziel, obwohl sie damit eigentlich unglücklich sind. Und ich verstehe schon, wenn also junge Menschen noch daran glauben, dass sie also den idealen Partner finden. Was mich dann ein bisschen verwundert ist, wenn dann ein 30, 40, 50, 60-Jähriger dann noch glaubt, er wird die große Liebe finden, wenn die Realität uns ein ganz ein anderes Bild zeigt, nämlich würde eine Beziehung glücklich machen, dann müsste man ja in den Kaffeehäusern, in den Kinos oder in den ganzen Thermen ja nur glückliche Leute sehen. Ja, man muss ja da Menschen sehen, die sich freuen, die aufgehen. Aber ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ja, obwohl man ist in der Therme, es geht einem gut. Man ist im Kino, man hat Spaß, man könnte Spaß haben. Man sitzt im Café und kann sich den Bauch vollschlagen, man hat alles. Aber die Menschen, vor allem die Paare, sitzen häufig da mit versteinerten Gesichtern. Viele schauen nur noch in ihr Handy oder lesen Zeitung, reden nicht miteinander. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so Paare beobachte, die längere Zeit zusammen sind, häufig fressen sie sich auseinander, werden dick und fett. Frauen werden unansehnlicher, Männer werden ungustiger. Immer wenn ich in Oberla bin, an einem Familientag und ich schaue dann dort so herum, da kommt es mir auch so vor, wenn sich die Menschen so wie beim Hundebesitzer und Hund, wie wenn sich die Menschen sogar gegenseitig angleichen würden vom Gesicht und der Blick wird lebloser. Und wenn man das dann genügend häufig beobachtet hat und 30, 40, 50, 60 Jahre sind ja schon eine lange Zeit, dann fragt man sich schon, na, du sag einmal, was suchen wir denn da eigentlich? Ist das nicht nur eine Karotte, die uns da so vorgehalten wird? Und die Realität ist aber eigentlich eine andere, dass die Menschen, die sehr lange in einer Beziehung sind, dass die dann eigentlich verknöchern. Das soll jetzt bitte nicht heißen, dass eine Beziehung was Schlechtes ist. Und es gibt sicherlich auch sehr viele glückliche Paare, viele Paare, die irgendwie das Kriegsbeil begraben haben, sei es, dass sie halt jeder sein Leben leben oder sei es, dass man sich halt in Drogen mit Drogen über die Runden hilft. Aber wie gesagt, es wird auch welche geben, die wirklich auch glücklich sind. Aber die Mehrzahl der Fälle, das passt irgendwie nicht zusammen. Und wenn wir uns jetzt das vorige Thema hernehmen, nämlich, dass wir wahrscheinlich so eine Grunderfahrung ins Leben bekommen haben, nämlich diese enorme Geborgenheit. Und dass wir das dann suchen und umso älter wir werden, umso verzweifelter suchen wir es dann. Könnte es sein, dass wir ein gesellschaftliches Ideal entwickelt haben? Und jetzt versuchen Sie sich nicht auf der Zahnbehandlung und an dem Blowjob festzuhalten, sondern nehmen Sie da alle Facetten des öffentlichen Lebens her, egal ob das in der Kirche ist, wo wir eine Hierarchie haben, Oberpfaff, Unterpfaff, Priester, Papst und. Beim Militär, bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben, ja, überall, wir haben eine Hierarchie, wir haben Strukturen, wo es um Abzeichen, um Orden, Medizin, Medizinalrat, Richter, oberstes Gericht und. Wir haben also überall Strukturen entwickelt,
wo jeder Mikrokosmos nicht nur mit anderen Mikrokosmen in Wettkampf steht, sondern auch innerhalb dieses Mikrokosmos entsteht ein Wettkampf der Zahnärzte, wo es dann einen eigenen Kongress für die Implantologen gibt und wieder einen anderen nur für Parodontologen und wieder einen anderen für die und die. Die Realität, nämlich die Qualität oder das Miteinander, leidet immer mehr. Da nehmen Sie sich jetzt das Bild, die Beziehung zu dem anderen Menschen. Es wird immer kurzlebiger, immer schneller. Und eigentlich könnte man sich erwarten, du durchs Internet, ich kann ja jetzt den Traumpartner finden. Ja. Ich bin auf Lovo, Zosk und Websingles und Tinder und wie sich diese Plattformen alle nennen. Ich müsse ja jetzt eigentlich ganz einfach diese große Liebe finden. Und wenn Sie sich jetzt diese Kräfte daher nehmen, die dahinter sind, hinter all diesen Machenschaften, könnte es sein, dass wir eine Geborgenheit suchen im äußeren Leben und uns aber das Leben, jetzt nehmen wir wieder dieses Bild, die Bewusstseinsreise, eigentlich aufzeigt, dass wir da außen nichts finden werden können. Dass wir das in uns schon immer hatten. Wir müssten vielleicht nur einmal durchatmen und von den äußeren Dingen ablassen. Aber das tun wir dann nicht, weil da ist uns häufig unser Ego im Weg. Es gibt zudem ein kleines Video über das Ego. Und das wird schon in der Schule uns angelernt, dieses Ego. Du bist brav, du hast die Note geschafft, du hast einen Einser, du bist besser als der andere, du hast den Test geschafft. Auch dazu gibt es so ein kleines Video, das Bildungssystem. Zusammengefasst ergeben jetzt diese Worthülsen, Zahnbehandlung für einen Blowjob, jetzt viel mehr Sinn. Und eigentlich hat es ja nur angefangen mit einem Spannungsverhältnis, dass ich als junger Student, als Jungarzt damit konfrontiert war und gemerkt habe, irgendwas passt da nicht. Ja, auf der einen Seite hat man eh schon die grundlegenden Dinge gelöst, rein theoretisch, und praktisch wird es aber kaum umgesetzt. Wieso nicht? Und dann lebt man dieses Leben, diese Bewusstseinsreise, merkt langsam, das ist in allen Sparten so, ja, in allen Sparten haben wir sozusagen ein schönes Ideal, aber die Realität ist eine andere. Und man beginnt sich zu fragen, was die Kräfte hinter diesem Tun sind. Und nun stellt sich die Frage, was könnten die Lösungsansätze sein? Weil wir haben ja gesagt, wir haben das in drei Teile gegliedert. Was sind das für Dinge hinter diesen Worthülsen? Was könnte die Ursache sein für dieses Phänomen? Und jetzt lösen wir auf, was könnte oder wie könnte man das lösen? Naja, wenn ich mir hernehme, dass wenn ich so mit Ihnen hier rede, ich habe hier einen Computer und ich rede da in ein Mikrofon, es ist schön beheizt, ich sitze hier in einem warmen Zimmer, dann sind das enorme Freiräume, die ich genieße. Weil ich könnte auch sagen, naja, das habe ich geschafft. Ich bin so toll, ich bin so ein guter Zahnarzt, ich habe mir das alles aufgebaut. Und weil ich so super bin, kann ich da jetzt mit Ihnen reden. Ich könnte aber auch eine andere Brille aufsetzen und könnte sagen, du, ich bin mit der Internetblase groß geworden und das Internet ist ein Produkt von uns allen. Und ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wurde durch Zufälle hier geboren und kann hier jetzt große Reden schwingen. Und brauche aber, damit ich diese großen Reden schwingen kann, viele, viele Freiräume, damit ich vom profanen Leben mich ein bisschen entfernen kann, im Sinne von, ich muss nicht nachdenken, morgen der Geschirrspüler, wenn der hieß, und was mache ich dann da und da, sondern ich habe so viele Freiräume, dass ich mir eine Auszeit nehmen kann für einen Waldspaziergang, dabei denken kann und dann meine Gedanken mit lieben Menschen teilen kann und dann schlussendlich auch mit Ihnen teilen kann. Das ist ja auch so ein Muster, was wir da jetzt herauslesen können. Wie es scheint, können wir solche Gedanken entwickeln, wenn wir viele Freiräume haben. Und vielleicht müssen wir uns nur gegenseitig nicht nur diese Freiräume geben, sondern auch jedem sein Tempo geben, mit dem er diese Erkenntnisse, mit dem er diese Gedanken machen kann, ohne dabei zu urteilen, wenn er dann vielleicht einmal auf die Schnauze fällt.
Und vielleicht brauchen wir das auch immer wieder, dass wir auf die Schnauze fallen, um dann gewisse Sachen zu fühlen, zu begreifen. Das würde aber dann bedeuten, dass wir noch viel, viel schneller uns in verschiedene Dinge stürzen sollten. Da sind wir jetzt wieder bei Beziehungen, da sind wir wieder beim Blowjob. Ja? Wir wurden jahrhundertelang, wurde uns die Sexualität als etwas Schlechtes verkauft oder als etwas, was es unbedingt zu kontrollieren gilt. Der Bruno, mein Hund, wenn der vor mir geht und mir sein Arschloch zeigt, der denkt nie drüber nach, dass er mir seine Rosette ins Gesicht steckt. Nur der Mensch machte daraus ein, boah. Das war ein gutes Instrument der Kirche, indem sie sich Dinge aus dem profanen Leben hernahm. Dazu gibt es ein Video, Jesus fickte sich sein Hirn weg. Das heißt Dinge wie zum Beispiel das Essen oder die Sexualität und es schlecht machte, indem sie sagte, ich brauche nichts essen, ja, Askese oder die Sexualität, ich brauche keine Sexualität. So machte es die eigene Welt, die Kirchenwelt, als was Besonderes und wir blickten zu dieser Kirchenwelt auf. Aber gleichzeitig nahm man uns die Möglichkeit, nämlich der Entwicklung zu erkennen. Ja, du Schä, jetzt habe ich da schon bei 5000 Mädels hineinpudert und irgendwie, glücklicher bin ich deswegen auch nicht, sondern es rennen dann noch die 50, 60-Jährigen herum und hoffen, dass sie die große Liebe finden. Und vielleicht sollten wir also, und das ist jetzt dieser Lösungsansatz, jeden sein Tempo lassen, aber wild und gefährlich leben, nach unserem Gefühl leben, nicht so viel im Kopfkino leben und das Leben angehen, was gerade uns sozusagen bewegt, das Ausleben. Und vielleicht würde dann solch ein Video, Zahnbehandlung für einen Blowjob, gar nicht mehr notwendig sein. Und wir würden uns ganz anderen Dingen widmen. In diesem Sinne, alles Gute!